Hallo zusammen, es wird wieder ein bisschen schaurig. Und zwar wollen wir noch ein bisschen ganz einfache, schnelle Halloween-Deko basteln. Wir haben ja demnächst eine kleine Halloween-Party von der Schule aus. Und da habe ich jetzt wieder eine einfache Idee, was jeder auch nachbasteln kann. Ihr braucht wieder nicht viel: Butterbrottüten, vielleicht eine Schere, einen schwarzen Edding, Bleistift, falls ihr vorzeichnen wollt, und ganz viele Teelichter dann wieder. Gut, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Butterbrottüten raus. Musste ich erstmal verteidigen, weil ihr seht, zwei, drei sind hier so ein bisschen kaputt. Da meinte unser Hund, testen zu müssen, ob die schmecken. So, ihr nehmt euch jetzt eine Tüte, legt sie euch mit der langen Seite. Also ihr seht, hier ist immer Fädenstückchen nach vorne. Entweder ihr malt vor oder ihr malt gleich mit dem Edding, wie ihr möchtet. Ich würde jetzt gleich mit dem Edding anfangen und wir malen hier einfach gruselige Gesichter, Geister drauf. Und was uns so einfällt, mal gucken, was war. Wir fangen mal ganz harmlos an. Wir machen erstmal einfach schwarze Augen. Die malen wir natürlich aus. Ich hoffe, wir malen jetzt nicht durch, ansonsten legen wir uns gleich nochmal bisschen Papier dazwischen. Edding muss man natürlich ein bisschen aufpassen, der ist sehr feucht. So, darauf achten, dass er alles schön ausmalt. Andere Seite malen wir auch aus. Man natürlich auch bunt machen, wenn man irgendwie, was weiß ich, Frankenstein oder so malte, malte das vorher grün an. Aber ich habe jetzt erstmal für heute überlegt, machen wir nur weiß. Jetzt machen wir einmal Mund, ein paar Narben hier dazu. Also durchgestrichen, zickzack. Und so hätten wir schon unsere erste Tüte fertig. Jetzt gucken wir mal eben, wie doll sie durchgemalt hat. Aber es geht. An der Seite seht ihr. Und das legen wir jetzt mal beiseite zum Trocknen. Hier sind noch so zwei, drei weiße Stellen. Die nehmen wir noch mal raus. Und so lassen wir uns jetzt mal einfach verschiedene Gruselgesichter einfallen. Sieht bestimmt auch schön aus. Mal gucken, ob wir das machen. Wir haben ja eine kleine Treppe draußen, wenn wir auf jeder Stufe so ein zum Beispiel hinstellen. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie ich dieses Jahr die ganze Deko, die wir haben, überhaupt auf unsere kleine Fläche hinkriegen soll. Aber wir schauen mal. So, hier malen wir mal ein bisschen Schlitzaugen, also so ein bisschen zusammengekniffene Augen. Macht euch vielleicht im Vorfeld schon so ein paar Skizzen, ein paar Ideen einfach mal aufmalen, was man ausprobieren möchte. Das habe ich jetzt nämlich auch gemacht. Deswegen linse ich nämlich manchmal so ein bisschen nach links rüber. Habe ich schon so ein paar Ideen. Weil, gut, wenn man das einfach so normal macht, kommen einem vielleicht die Ideen. Dann hat man ja auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Aber ich möchte jetzt nicht mit euch hier eine Stunde sitzen und grübeln. Oh, was machen wir jetzt als nächstes, ne? So, jetzt machen wir mal ein bisschen größeren Mund. Das machen wir auch. Wir machen es einfach immer alles komplett schwarz aus. Sieht dann natürlich auf der weißen Tüte dann auch richtig gut aus mit Schwarz. Da kommt halt kräftig hervor, ne? Wie feiert ihr denn Halloween? Habt ihr vielleicht schon so ein paar Ideen, was man als Buffet machen kann? Also wir machen ja auch bei der Party ein Buffet. Ich bin am Überlegen, ob ich Mumien wieder mache, Würstchenmumien, oder ob ich blutige Finger mache. Kennt ihr das? Mumien sind ganz einfach. Da macht ihr, nehmt ihr Würstchen und macht Blätterteig rum und mit Senf könnt ihr dann die Augen reinmachen praktisch.
Und die Grusel oder blutigen Finger sind auch wieder Würstchen. Da macht er vorne ein bisschen ab, legt dort ein Käse oder ein Mandelblättchen. Ich mache mal Käse rein als Fingernagel, Ketchup rüber und dann davon mehrere auf dem Teller. Das sieht auch mal sehr gruselig aus. Das Bastelkind wünscht sich zum Trinken auf jeden Fall wieder das eiskalte Hännchen. Das ist Johannisbeersaft, Mineralwasser kommt da rein. Und dann machen wir zum Beispiel im Handschuh Wasser einfrieren und das dann, wenn es eingefroren ist, den Handschuh abmachen und dann kommt das so in ein großes Gefäß rein. Und dazu dann Gruselaugen, das heißt Litschis mit, was mache ich denn da mal rein? Kirschen rein und dann habt ihr da Gruselaugen. Die kommen dann auch nochmal in das Getränk mit rein. So, jetzt machen wir einfach mal so ein paar Xe, machen nochmal eine Nase dazu. Die können wir wieder schön schwarz ausmalen. Die Xe machen wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein bisschen dicker. Ja, und wenn ihr Halloween-Bastelideen habt, schreibt sie doch mal in die Kommentare, was ihr so noch macht. Guckt aber auch vielleicht meine alten Videos mal durch. Da haben wir ja auch schon vorletztes Jahr einige Videos gemacht, was man super nachbasteln kann. Was ich gerade noch suche, sind komplett nur orange Luftballons oder nur weiße. Weiße geht ja einfacher zu finden. Da will ich das wieder mit der Murmel machen und dann kommen LED-Lichter da noch rein. Also diese Knicklichter und dann kann man das auch schön auf den Tisch stellen. So, da machen wir einfach mal so einen Wellenmund. Den machen wir noch mal ein bisschen dicker nach. Kann man natürlich auch schön, statt jetzt Teelichter reinzumachen, kann man da ja auch die Süßigkeiten für die Kinder reinmachen. Wenn ihr jetzt sowas macht. Also bei uns wäre es so viel Arbeit. Hatte ich ja schon mal irgendwo gesagt in einem Video. Zum Durchschnitt 140 Kinder, die kommen. Wir haben dann immer, ja, ich kaufe so große Pakete. Ich glaube, letztes Jahr 6 Kilo Süßigkeiten rausgegeben. Und zum Schluss mussten wir dann teilweise auch manchmal schon mal sagen, wir haben einfach nichts mehr. So, guck mal, da haben wir auch schon. Der ist doch auch ganz niedlich. Wieder darauf achten, richtig rum. Man kann die jetzt natürlich auch ein bisschen rund noch ausschneiden. Das können wir ja gleich bei einem mal ausprobieren. Aber wir machen jetzt erstmal verschiedene Ideen, dass ihr vielleicht so ein paar Anregungen auch schon mal habt, was für Gesichter man machen kann. Und einfach so als Anregung. Und dann bin ich auf eure Ideen, was ihr noch gemacht habt, wirklich gespannt. Ich habe gerade so eine andere Idee. Da muss ich auch mal mit meinem Regieassistenten sprechen. Vielleicht, wer mag, aber das werde ich euch in einem anderen Video mal sagen, kann ja vielleicht mal Fotos von seinen nachgebastelten Sachen schicken und daraus machen wir mal ein kleines Video. Da könnt ihr dann mal zeigen, was ihr nachgebastelt habt, wie ihr die Ideen umgesetzt habt. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in den Kommentaren rein, ob ihr dazu Lust hättet, mir einfach da mal was zukommen zu lassen. Und dann überlegen wir uns, ob wir das umsetzen können. Weil das würde mich wirklich mal freuen zu sehen, was ihr gemacht habt. Manche schreiben ja schon drunter, dass sie was ausprobiert haben. Und ja, schreibt mal. Bin ich gespannt, was ihr davon haltet und ob ihr mitmachen würdet. So, wir haben uns ein bisschen größere Augen jetzt mal gemalt. Und der kriegt jetzt auch mal, auch machen wir wieder eine Dreiecksnase rein. Dreiecksnasen passen ja irgendwie immer zu Halloween. Mal noch ein bisschen variieren die Größe. Und ja, irgendwie sieht die gerade ein bisschen schräg aus, die Nase. Und dann machen wir mal. Ja. So,
Ja. So, merkt, ich bin gerade so ein bisschen konzentriert, weil ich jetzt doch ein bisschen andere Gesichter male als gedacht, weil ich gerade das Sprechen vergessen. Aber gut, habt da ein bisschen Nachsicht für mich. So, genau. Jetzt habe ich euch schon ein bisschen verraten, was für Halloween so kochen und essen immer. Mal gucken, ob ich die Hexenbesen vielleicht auch wieder mache. Die sind auch ganz einfach. Da nehmt ihr dicke Salzstangen oder diese Grossinis, glaube ich, heißen sie. Diese dicken Stangen. Nehmt Käse, schneidet den unten ein und dann mit so einem grünen Essband, ich weiß gar nicht, wie die heißen, kann man dann den Käse unten rumbinden. Das kam auch immer gut an. Aber wir haben auch schon so Formen für Kuchen haben wir dann schon gemacht. Die sahen auch gut an, aus. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ich glaube, dazu gibt es auch Shorts zu den Ideen immer. Also da lassen wir uns immer verschiedene Sachen einfallen. So, ich versuche jetzt mal so eine Art Tränenform. Ja. Also malen bin ich nicht so gut. Aber es ist Halloween, da darf es ja ein bisschen krumm und schräg und schaurig aussehen. Dazu passt, glaube ich, mein malerisches Talent ganz gut. Und ich muss noch mal los, auf jeden Fall dann ganz viele Teelichter noch holen. Weil da muss ja überall dann jetzt auch ein Teelicht rein. Und aber wir haben auch so total süße Kürbisse gedruckt, Halloween-Kürbisse. Da kommen dann auch noch mal Teelichter rein, die kann man schön hinstellen. Und dann gucken wir mal. Wird dann auch drinnen und draußen geschmückt bei uns. Und ich bin immer gespannt, wie feiert ihr Halloween? Feiert ihr es überhaupt, weil es ja auch noch ein normaler religiöser Feiertag eigentlich ist? Ja, berichtet einfach mal. So, den machen wir mal. Großen Mund. Und machen wir einfach so Striche durch. Bisschen wie eine Grinsekatze fast, ne? Oh, komm, der kriegt hier noch Augenbrauen drüber. Und ein Tropfen. Ah, bisschen missglückt. So. Ja, der ist doch auch niedlich geworden. Was können wir noch malen? Also, ihr könnt da, ich glaube, wir können hier noch stundenlang zusammen malen. Ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch, weil es ist ja einfach für euch auch schon mal Anregungen, was ihr machen könnt. Und wir wollen ja gleich noch mal ein bisschen gucken, wenn wir die Formen verändern, wie es dann zum Beispiel aussieht. So, wir machen mal große Augen. Die müssen wir auch wieder ausmalen. Weil ich finde, wenn es nur weiß ist, kommt es nicht richtig zur Geltung. Und dann malen wir das lieber noch mal anständig aus alles. So. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich einen weißen Edding hier habe, aber ich sehe ihn gerade auf Anhieb nicht. Man könnte nämlich dann noch mal, wenn es getrocknet ist, in die Augen so weiße Punkte reinsetzen. Aber das könnte ich auch gleich mit Acryl machen. Ich habe hier Acryl auf jeden Fall auch liegen in Weiß. Und dann können wir damit gleich noch mal so ein paar Sachen reinsetzen. Da ist das Acryl. Brauche ich nur einen Pinsel gleich noch dazu und dann machen wir das gleich mal. Dankeschön. Wir gucken gleich mal, was da funktioniert und wie schnell das auch trocknet halt, damit man das draufsetzen kann. So, aber erstmal große Kulleraugen. Muss mal parallel überlegen, was wir da gleich für einen Mund oder für eine Nase rüber machen. Ich werde gleich nochmal auf meinen Vorlagen rüberlinsen, ob da was dabei ist, was dazu passt. So, da machen wir einfach nochmal.
So ein Mund. Kriegt der noch eine Nase? Kriegt der keine Nase? Was meint ihr? Komm, wir machen da nochmal. So. Und Augenbraue oder nicht Augenbraue? Nee, wir lassen es. Hier, den nehme ich noch mal. Der kriegt hier noch mal so eine kleine Narbe hin. Und so könnt ihr die ja immer wieder verschieden gestalten. Ja, man kann ja jetzt den zum Beispiel, wo ich jetzt nicht genau wusste, mit Augenbraue, ohne Augenbraue, macht er beide Motive halt. Ne? Also da kann man ja wirklich ausprobieren und die Kinder können das vor allem auch schön machen, ne? Dass die da einfach selbst ihre Deko ein bisschen machen. Jetzt machen wir mal den einen wirklich auch nochmal mit Augenbraue, ohne Augenbraue. Mal gucken, was besser aussieht. Machen wir wieder schön aus das Ganze. Gibt es bei euch auch so richtige Halloween-Häuser? Bei uns zwei Dörfer weiter ist ein Haus auch, was immer ganz doll dekoriert ist. Die haben auch ganz viel Platz. Wir waren auch mal hier vor Ort. Oder war das erste Halloween vom Bastelkind? Und das war schon ganz schaurig, wo man in den Garten reingekommen ist. War schon so Gruselmusik. Und dann hat da auch einer komplett verkleidet aufgemacht und die Mäuse haben sich so erschrocken. Die wollten dann auch keine Tür, gar nicht mehr weitergehen eigentlich. Und denen tat das auch so leid. Die haben dann erstmal ganz viel Süßigkeiten bekommen, die Kinder und sowas. Wobei bei uns ist es auch, dass verkleidet geöffnet wird. Ich denke mal, machen wir dieses Jahr auch wieder. Da war ich letztes oder was vorletztes Jahr mit der Kleinen auch unterwegs. Und mein Mann verkleidet sich immer. Und da haben wir zwei Straßen weiter noch gehört, wie die Kinder geschrien haben, die dann bei uns geklingelt hatten, weil sie sich so erschrocken hatten. Da musste ich dann wieder dran erinnern oder dran denken, wie das bei meiner Tochter damals war. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht es denn aus, wenn wir hier nochmal riesige Augenbrauen drüber machen. Machen sie nochmal ein bisschen dicker. So. Ich weiß nicht, und ob ihr es hört, unser Hund musste auch schon wieder mitreden. Die will auch mal mit dabei sein. So, andere Seite noch mal ein bisschen dicker die Augenbraue, damit das so ein bisschen hervortritt, kräftig sieht, zu sehen ist. Genau. So, okay. Dann legen wir den mal zum Trocknen beiseite und nehmen mal einen der ersten und gucken mal, ob das jetzt mit dem weißen Etting klappt. Gold haben wir auch noch, können wir ja mal beide gleich schütteln. Bleistift kann man derzeit schon mal wegsortieren. So, und dann gucken wir mal, ob die noch funktionieren. Der scheint aber trocken zu sein. Ja, Bonnie, was willst du erzählen? Als was gehst du Halloween? Als was geht hier denn? Genau, als was geht hier denn Halloween? Sieht da muss man nämlich noch die Halloween-Kiste runterholen und schauen, ob dem Bastelkind noch das Kostüm passt. So, doch so ein bisschen kommt hier noch. So, guck mal, da kann man dann so ganz leicht. Ja, Farbtupfer reinsetzen. Dann wirkt das immer noch mal so ein bisschen anders. Ja. So, genau. Ne, das macht dann optisch gleich noch mal so ein bisschen was anderes her. Man kann natürlich auch so ein bisschen größer noch das machen. Da läuft es ein bisschen aus, aber gut.
Also so könnt ihr die dann auch einfach nochmal so ein bisschen, ja, einen Hingucker reinsetzen praktisch, ne? So, jetzt wollte ich aber den goldenen, wenn ich ihn schon geschüttelt habe, den auch nochmal testen, ob er noch geht. So, was können wir denn damit? Sieht man das hier drauf? Ja, also da könnte man jetzt zum Beispiel, dadurch, dass das so Druckstifte sind, kann man die Nase ja nochmal so golden einfassen. Das sind keine, die, wo man so gerade mit zeichnen kann. Sie setzt mal ein bisschen einen Punkt und dann könnt ihr von dem Punkt aus ziehen praktisch. So. Dann kann man hier das so ein bisschen einfassen. Ob man das jetzt unbedingt sieht, wenn wir da gleich Licht da reinmachen, weiß ich nicht. Werden wir gucken. Wir können hier jetzt noch mal gucken, ob wir Nasenlöcher reinsetzen. So. Dass das ein bisschen hervorkommt noch. Oder jetzt hier kann man noch mal so Zähne reinsetzen. Genau. Also da einfach ausprobieren, wozu ihr Lust habt, was den Kindern Spaß macht. So, nun, dann haben wir hier so ein bisschen Zähne mit drin, die Nasenlöcher zum Beispiel. Und jetzt nehmen wir uns den hier nochmal. Das ist unser Testobjekt und schneiden den mal so ein bisschen rund, wie das optisch aussieht. So, schaut mal, jetzt haben wir einmal noch ein bisschen rund und einmal normal gerade. Welcher ist? Upsala, jetzt haut er ab. Machen wir nochmal hier so die Enden. Was gefällt euch da besser? Hier einmal mit Augenbrauen, ohne Augenbrauen, mit Weiß, ohne Weiß, kann man noch mal gucken. Man kann natürlich auch, ach guck mal, habe ich das gerade griffbereit? Upsala, so. Wellenscheren. Kann man natürlich auch lang gehen. Na, so. Nicht schön, aber selten. Dann kann man das oben, seht ihr, nochmal vom Schnitt anders machen. Ihr könnt auch selber reinschneiden, praktisch nochmal, dass es Zickzack ist oder sowas oben, dass die verschieden sind, die Tüten. Einfach ausprobieren, wozu ihr Lust habt, was euch gefällt. So, jetzt nehmen wir mal und machen mal Kerze auch rein. So, dann müsst ihr sie natürlich schön auseinandernehmen. Und jetzt können wir ja gleich mal für alle machen. Da in dem gelben Körbchen ist eine weiße Schachtel drin. Da sind die ganzen Teelichter drin. War nämlich noch gestern auf einer Messe und deswegen ist das noch nicht alles ausgepackt. So, warte mal, ich muss das nochmal rausnehmen und so aufmachen. Dann gucken wir uns das gleich mal zusammen an, machen gleich das Licht aus und werden gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich es denn hier mal gerade zum Hinstellen bekomme. So, super. So. Ja.
das mal alle hier jetzt beiseite. Es trocknet ja Gott sei Dank auch sehr schnell. Das hier beiseite. Was willst du jetzt hier? Da bin ich jetzt gleich gespannt, wie das im Dunkeln aussieht. Wie die Lichter gleich rüberkommen. Derzeit, wo ich das jetzt hier für euch vorbereite, könnt ihr schon mal dann noch die Glocke drücken, damit ihr kein Video verpasst. Dann kriegt ihr nämlich automatisch immer eine Benachrichtigung, wenn ich wieder was hochgeladen habe. Weiß muss ein bisschen länger trocknen. Da bin ich nicht gerade einmal die Gegend gekommen. Gleich haben wir es geschafft. Und da bin ich echt gespannt, was ihr sagt, wie euch das gefällt, wie eure Tüten aussehen. Der hier war jetzt noch nicht ganz trocken, dass das Weiß ein bisschen jetzt verlaufen, aber gut, nicht schlimm. Und die letzte Tüte noch. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir die ganze Parade hier auf eins drauf bekommen. So, die noch an. Bisschen schieben noch. Wir den einen hier noch daneben vielleicht bekommen. Und das muss man nochmal. Upsala. Gut. Das waren die Teelichter. Sind runtergefallen. Ja, guck mal. Ist doch süß geworden, oder? Also mir gefällt das richtig gut. Und dadurch, dass das so Teelichter sind, die so auch ein bisschen flackern, kommt das doch richtig toll rüber. Oder was sagt ihr? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Es ist eine schnelle Idee, kann auch wieder jeder machen. Egal ob Kinder oder auch Senioren. Ich weiß ja, dass auch ein paar zugucken, die Alltagsbegleitung machen mit Senioren. Das können die auch super malen. Durch die Teelichter kann es halt auch überall hingestellt werden, also durch die LED-Teelichter kann es überall hingestellt werden. Und ja, mir gefällt es gut. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Denkt dran, drückt die Glocke, damit ihr solche Ideen nicht verpasst. Da werdet ihr mich automatisch informiert und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und auch, ob euch die Idee gefällt, mir mal Fotos zuzuschicken und wir einfach mal zeigen, was ihr schon alles so Tolles nachgebastelt habt. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder einen schönen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis bald. Tschüss.